Hi, in der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Begriff Cloud gemäß der Definition des National Institute of Standards and Technology, kurz NIST, beschäftigt. Und wir haben festgestellt, dass in dieser Definition vier Service-Modelle enthalten sind, nämlich IaaS, PaaS, SaaS und FaaS, also Infrastructure, Plattform, Software und Function as a Service. Und dass es darüber hinaus eben auch noch XaaS gibt, also Anything as a Service. Die Definition des Begriffs Cloud vom NIST umfasst allerdings nicht nur Service-Modelle, sondern auch verschiedene Deployment-Modelle. Und im Wesentlichen gibt es auch bei diesen Deployment-Modellen wieder vier Varianten und die wollen wir uns diese Woche mal näher anschauen. Am Freitag gucken wir uns dann als Ergänzung dazu noch einen Begriff an oder eine Reihe von Begriffen, die häufig in Zusammenhang mit diesen verschiedenen Cloud-Varianten genannt werden, nämlich das sogenannte Edge Computing bzw. Fog Computing, beziehungsweise wir gucken uns an, was mit dem Begriff eines Cloudlets gemeint ist. Das erste Deployment-Modell, weil wir ja zunächst mal mit den Deployment-Modellen starten wollen, das erste Deployment-Modell ist die sogenannte Public Cloud. Das ist sozusagen der Standardfall von Cloud. Das dürfte das Bild sein oder das Modell sein, das jede oder jeder im Kopf hat, wenn man den Begriff Cloud hört. Das entspricht also, wenn man so will, dem allgemeinen Verständnis des Begriffs Cloud. Im Falle einer Public Cloud gibt es nämlich einen sogenannten Cloud-Anbieter. Und dieser Cloud-Anbieter betreibt ein Rechenzentrum oder betreibt eventuell auch mehrere Rechenzentren und vermietet schlicht und ergreifend den Zugang zu diesen Rechenzentren. Und das kann theoretisch alle Service-Modelle umfassen, über die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. Also das reicht von Infrastructure as a Service bis hin eben zu Function as a Service oder Spezialdiensten wie Backend as a Service und so weiter. Die Bereitstellung erfolgt dabei per API, das heißt, man kann in der Regel entweder programmatisch darauf zugreifen oder man kann eben über eine UI im Webbrowser darauf zugreifen und die Bereitstellung erfolgt on demand. Die Abrechnung erfolgt dementsprechend auch als Pay-per-Use. Und das Ganze steht eben öffentlich zur Verfügung, quasi für jedermann oder jeder Frau. Und wer auch immer einen Server benötigt, wer auch immer einen Dienst benötigt, kann den eben ad hoc sozusagen buchen. Und wird dann entsprechend, das Ganze wird dann entsprechend abgerechnet und deswegen bezeichnet man das Ganze eben als Public Cloud. Das Ganze ist ungemein praktisch, es ist nämlich keine eigene Hardware nötig, das heißt, darauf kann man komplett verzichten, man braucht keine eigenen Server, man braucht kein eigenes Rechenzentrum und so weiter und so fort. Und dadurch ist eben ein Public Cloud-Angebot ungemein flexibel, es kann bedarfsgerecht genutzt werden, es ist sehr gut skalierbar, weil man einfach weitere Ressourcen dazu buchen kann und es ist natürlich sehr, sehr effizient. Außerdem hat man in der Regel mit einer Public Cloud eine sehr, sehr hohe Verlässlichkeit. Man kann Ausfälle gut kompensieren und die Public Cloud-Anbieter, also die Anbieter der entsprechenden Plattformen, die bieten natürlich auch solche Mechanismen an, wie beispielsweise Failover, wie High Availability und so weiter und so fort. Und diese Mechanismen, die greifen eben auch automatisch. Das heißt, ich als Entwicklerin oder als Entwickler muss mich darum nicht kümmern, sondern das ist eben Standard. Das passiert komplett transparent im Hintergrund, alles softwaregesteuert. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine VM, also eine virtuelle Maschine, gebucht habe und diese virtuelle Maschine aus irgendeinem Grund auf einen anderen physischen Server verschoben werden muss, dann passiert das einfach im Hintergrund und davon bekomme ich gar nichts mit. Außer dass die virtuelle Maschine vielleicht für einen kurzen Zeitraum nicht erreichbar ist. Aber genau dafür hat man dann ja eben mehrere virtuelle Maschinen gebucht und arbeitet innerhalb der Anwendungsebene eben auch wieder mit Failover, mit High Availability und so weiter. Also das ist im Grunde genommen Standard. Und dank der API, das hatte ich ja eben bereits erwähnt, kann man das Ganze eben automatisiert auf- und abbauen und kann eben auf dem Weg sich komplette Rechenzentren sozusagen skripten. Ein weiterer Vorteil der Anbieter von Public Clouds ist, dass diese Clouds geografisch verteilt zur Verfügung stehen. Das heißt, je nachdem, wo ich meine Anwendung auf der Welt anbieten möchte, kann ich das Ganze eben entsprechend auch nah sozusagen an die Zielregion bringen, was eben geringe Latenzzeiten mit sich bringt und ähnliches. Einer der größten Nachteile von Public Clouds, also natürlich gibt es auch Nachteile in diesem Modell, einer der größten Nachteile ist die Vorhersagbarkeit von Kosten. Da die Abrechnung als Pay-per-Use erfolgt, wird eben in der Regel nach Speicherplatz abgerechnet, die Bandbreite wird abgerechnet, die Anzahl der Aufrufe kann eine Rolle spielen und das Ganze ist eben unter Umständen schwer vorhersagbar und läppert sich aber natürlich im Laufe der Zeit doch ordentlich zusammen. Bekannte Cloud-Anbieter in diesem Umfeld sind beispielsweise Amazon mit AWS, DigitalOcean, Microsoft mit Azure, Google mit der Google Cloud-Plattform und so weiter. Und das sind alles Public Clouds und demgegenüber gibt es aber noch ein anderes Modell, nämlich die sogenannte Private Cloud und mit der werden wir uns morgen beschäftigen.
Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch den Kanal. Und denkt dann daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos von YouTube benachrichtigt werdet. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!